Jo Freunde der kompletten Meltdowns, in Zeiten, wo Kuchenfights gerade erst angekündigt wurde, hatte Shoyoka Ende letzten Monats einen 9-Stunden Meltdown-Stream gemacht. Und den gucken wir uns jetzt an. Ja, aufgrund dessen, dass der so lange gegangen ist, hat das Video jetzt auch so lange gedauert. Und viele Aussagen sind im Nachhinein jetzt auch nicht ganz so gut gealtert. Beispielsweise diese hier. Momentan herrscht beim Boys Club sehr viel Frustration, weil sie bis jetzt in den Gerichtsprozessen alles verloren haben. Sehr viel Frustration. Und naja, also in dem Monat gab es erstmal eine 100%ige Niederlage gegen Tobias Hoch. Bei der negativen Feststellungsklage hat sie zurückgezogen, also auch verloren. Und jetzt war ja das Verfahren gegen Skurrus. Da gibt es zwar noch kein Urteil, aber nach der ersten Einschätzung sieht es so aus, als ob das Skurrus mindestens mal die Hälfte gewonnen hat. Da bleibt mir wirklich nur noch eins zu sagen. Ups. Ich checke aber auch wirklich überhaupt nicht, wie sie darauf kommt, dass wir deswegen frustriert sind. Also, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber wir verdienen uns gerade eine goldene Nase an dir. Als ob es uns juckt, ob wir da gerichtlich gewinnen oder nicht. Vor allem reichen wir ja auch kaum irgendwas ein. Bruder, das hier ist einfach Shoyoka. Sie spotten in der Gegenwart eines Gewinners. Ich werde versuchen, mir das zu merken. 3.498 von Thaddäus Vierteldollars, 3.499 von Thaddäus Vierteldollars. Aber traurigerweise wird Shoyoka in diesem Stream auch ableistisch. Dass er in seinen Videos mich mit Leuten in Verbindung gebracht hat, mit denen ich nichts zu tun habe. Und wisst ihr, was sein Vorschlag war? Ich soll eine Liste schicken, mit welchen Leuten er mich fälschlich in Verbindung gebracht hat. KuchenTV verbreitet wissentlich monetarisierte Lügen über andere Leute. Und wenn du ihn dann darauf hinweist, dass er Lügen verbreitet hat, dann recherchiert er nicht selber nach und korrigiert, sondern erwartet von den Leuten, dass sie die Lügen, die er verbreitet hat, mit denen er Geld verdient hat, für ihn die Banken. Mehrere Sachen dazu. Ich bin also ein chronischer Lügner. Dir ist bewusst, dass chronisches Lügen eine Krankheit ist. Hast du mich hier gerade pathologisiert? Hast du das nicht mal kritisiert, dass wir das bei dir gemacht haben? Das ist halt wirklich straight up ableistisch. Wenn wir das bei ihr gemacht hätten, dann hätten wir uns das wieder monatelang anhören können. Aber wenn das gegen den Boys Club gemacht wird, dann ist es natürlich nicht ganz so tragisch. Und mal so eine Sache, damit ihr auch was lernt. Ihr müsst euch wirklich mal den Satzbau von Shoyoka angucken. Hier einfach mal ein Beispiel. KuchenTV verbreitet wissentlich, monetarisiert Lügen über andere Leute. Achtet mal darauf, sie benutzt in Sätzen immer so viele negative Schlagwörter wie möglich. Ich mache das Ganze natürlich wissentlich, das ist ganz schlimm, es ist monetarisiert, ich bekomme Geld dafür, das ist auch nicht gut und ich lüge, was auch negativ ist. Ja, man kann übrigens nicht unwissentlich lügen. Eine Lüge beinhaltet immer, dass man die Wahrheit kennt, deswegen macht der Satz nicht mal wirklich Sinn, aber das lassen wir mal so stehen. Sie meint damit übrigens, dass ich beispielsweise im Dara-Video früher mal Shoyoka-Bubble drin hatte, obwohl Dara und Shoyoka anscheinend nichts miteinander zu tun haben. Aber liebe Shoyoka, woher soll ich denn bitte wissen, mit welchen Personen du privat Kontakt hast und mit wem nicht. Genau deswegen habe ich ja nachgefragt, dass du mir das einfach sagen kannst und dann könnte ich das ändern. Das müsst ihr euch mal überlegen. Also ich komme ihr schon entgegen zu sagen, so ey, das sind alles Leute, die zu deiner Bubble gehören, die auf deiner Seite stehen. Dann sag mir, wo es falsch ist. Ich kann das gerne ändern. Und selbst das wird ein negativ ausgelegt. Der Satz am Ende von ihr ging übrigens gerade noch weiter. KuchenTV ist ein chronischer Lügner. Er ist ein verurteilter Volksverhetzer und er lügt, sobald er den Mund aufmacht. Und er macht es entweder, weil er zu faul und zu inkompetent ist, um Inhalte zu recherchieren, oder weil er zu selbstgefällig, arrogant, ignorant und egoistisch ist und sich einfach nur selbst bereichert. Und dabei verarscht er seine gesamte Community. Also, ich bin ein chronischer Lügner. Also, ich mache das, weil ich eine Krankheit habe. Gleichzeitig mache ich das aber auch, weil ich einfach keine Lust habe zu recherchieren. Das widerspricht sich, Shoyoka. Wenn du mich framen möchtest, dann musst du schon bei einer Geschichte bleiben. Denn beides funktioniert meistens nicht so gut. Lügen bedeutet, dass man wissentlich etwas Falsches wiedergibt, obwohl man das besser weiß. Das bedeutet, dass wenn ich nicht richtig recherchiere, kann es auch keine Lüge sein, denn ich weiß ja gar nicht, ob das stimmt oder nicht. Bro, machst du dir mal ein bisschen Gedanken, wie du mich framen möchtest? Und wenn ich das mache, weil ich eine Krankheit habe, dann finde ich es ein bisschen respektlos von dir, mich deswegen anzugreifen. Übrigens sagt eine Shoyoka selber auch das hier. Haben ohne mit mir zu sprechen letztes Jahr
einfach Dinge sich herausgenommen, haben Situationen eingeordnet, beurteilt, bewertet, haben quasi aus einer vermeintlichen Nähe mir gegenüber, weil wir eng befreundet waren, ohne mit mir zu sprechen, öffentlich Partei für mich ergriffen. Sie gibt also selber zu, dass Menschen aus ihrem Umfeld sie ohne sie zu fragen verteidigt haben, weil die befreundet sind. Aber wenn ich dann Videos zu irgendwelchen Leuten mache, die Shoyoka verteidigen und ich das dann Shoyoka-Bubble nenne, dann ist das ganz schlimm, weil mit diesen Leuten hat sie ja nichts zu tun. Auch in diesem Stream hat sie jetzt keine Namen gedroppt. Shoyoka, woher? Woher sollen wir wissen, mit wem du privat zu tun hast und mit wem nicht? Erkläre es uns bitte. Es ist so dämlich, wirklich. Aber auch ein Rezo bekommt endlich mal sein Fett weg. Und er zum jetzigen Zeitpunkt ein Dutzend Thumbnails hat mit blauen Augen von Frauen. Und jeder Influencer, der Kuchen-TV-Videos zu Mois schaut, ist Teil der Täterkultur. Und zwar auch ein Rezo. Also, weil sich Rezo ein Video von mir angeguckt hat, wo ich die Mois-Thematik aufgeklärt habe, ist er jetzt ein Mittäter. Und bei den nächsten Vorwürfen lügt sie auch einfach. Unter anderem behauptet sie in diesem Stream mehrmals Folgendes über Rezo. Rezo wollte sich ganz dringend mit der Betroffenen der Mois-Thematik solidarisieren. Finde ich großartig, dass er das gemacht hat. Finde ich toll. Er hat Bezug genommen auf das Kuchen-TV-Video, weil das war das erste Video, das dazu gekommen ist. Er wurde dafür in seinem Chat kritisiert. Sein Chat hat angebracht, warum Kuchen-TV. Als Antwort wurde präsentiert, naja, es gibt halt kein anderes Video. Zeigt mir halt ein anderes Video, ich möchte das aber jetzt schauen. Also, angeblich hat er nur auf mich reagiert, weil es halt kein anderes Video gegeben hat. Wir gucken mal, was Rezo jetzt wirklich gesagt hat. Es gibt einige Videos dazu. Ja. Es gibt einige Videos dazu. Es geht um Mois. Lisa hat mir gesagt, dass das Video, was am besten die aktuelle Situation zusammenfasst oder das, was am krassesten in den letzten Tagen passiert ist, wäre das hier. Was soll ich euch sagen, meine Freunde? Wer ist der beste Meinungsblogger, Digga? Wer ist es? Ne? Wer ist es, Digga? Rezo hat selber gesagt, dass es viele Videos gibt, aber Lisa, eine Mitarbeiterin von ihm, gesagt hat, ey, das von KuchenTV fasst diese Situation nun mal am besten zusammen. Sie wirft das Rezo hier aber trotzdem 10-mal vor, weil sie zu dumm ist, um Sätze zu verstehen oder sich vorher gar nicht informiert hat. Und das ist diejenige, die mir vorwirft, dass ich schlecht recherchiere. Das kannst du dir nicht ausdenken. Dann kommen dazu auch noch solche Vorwürfe. Ist ja jetzt quasi, ich muss am ersten Tag auf alles sofort reagieren und dann ist egal, woher es kommt und es ist egal, ob es stimmt, es ist egal, ob Kontext weggelassen wurde, weil ich habe den Anspruch nicht darauf, es richtig wiederzugeben, sondern nur sofort darauf reagieren zu können. Hier wäre natürlich eine Sache sehr interessant zu wissen. Wo wurde denn jetzt schlecht recherchiert und was wurde denn weggelassen? Allerdings kennen wir natürlich Shoyoka. Sie wirft es halt so in den Raum, aber selber zu zeigen, warum mein Video schlecht ist und warum es nicht gut ist, darauf zu reagieren, das hat sie komischerweise vergessen, aber in 9 Stunden Streamingzeit war da auch einfach kein Platz für. Ich meine, dass sie mich und meine Videos nicht mag, ist ja klar, aber sie greift Rezo mit Lügen an und irgendwelchen Behauptungen, die sie selber nicht mal belegen kann. Also wenn ich Rezo wäre, würde ich langsam mal ein Video über die machen, aber das musst du wissen. Und ihre Dummheit geht natürlich noch weiter. Und jetzt wird es richtig lustig. Wisst ihr, was KuchenTV zu dem sehr gut, toll verbreiteten Video von sich selber zu Mois gesagt hat? Ich zitiere einmal. Zitat. Ich bin im Urlaub, aber dieses Thema muss ich natürlich so schnell wie möglich hochladen. Ey. Es ist wirklich unfassbar, wirklich. Also, auf dieses Video hier hat Rezo reagiert und in diesem Video über Mois war ich im Urlaub. Eventuell zu erkennen am Hotelzimmer im Hintergrund. Bro, das ist so dämlich, wirklich. Denkt ihr, ich nehme meinen Hintergrund mit in den Urlaub oder was? Junge, soll ich die Wand hier abbauen und dann im Hotelzimmer aufbauen? Ey, das kannst du dir wirklich nicht mehr ausdenken. Sie zitiert mich sogar, weil sie denkt, ja Mann, jetzt habe ich ihn. Und dann lügt die einfach wieder. Es ist unfassbar. Was aber mindestens genauso ekelhaft ist, ist, dass sie ihre Situation wieder mit irgendwelchen anderen Leuten vergleicht, wie beispielsweise hier. Eigentlich hatte ich vor, diese gesamte Situation auch deswegen mitzumachen und zu Ende zu kämpfen, weil ich irgendwie die naive Hoffnung hatte, dass wenn man zu einer Carina Pusch noch mehr Fälle von diesem absolut furchtbaren Umgang von InfluencerInnen mit sensiblen Themen hat, dass dann irgendwann ein Learning stattfindet. Aber es findet nicht statt. Es findet nicht statt.
Das, was bei Carina Pusch passiert ist, wiederholt sich, das passiert bei mir wieder. Dass du deine Situation mit der von Carina Pusch vergleichst, ist halt menschlich absolut ekelhaft und zeigt, dass du einfach keinen Charakter besitzt. Carina wurde von ApoRed mit wissentlichen Lügen negativ geframed. Sie wurde als Rassistin hingestellt, sie wurde beleidigt, sie wurde wirklich fertig gemacht. Dinge wurden komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Ein Mimi hat diese ganzen Sachen sehr gut aufgearbeitet, auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen. Wo ziehst du da den Vergleich zu dem, was ich mit dir in den Videos mache? Bruder, ich kritisiere dich hier meistens sachlich mit deinen eigenen Aussagen, die du getätigt hast, und stelle vor allem dieses Jahr auch nur noch Aussagen richtig, die du gegen mich droppst. Du frontest mich die ganze Zeit. Digga, wie kann man das denn vergleichen? Wenn Carina mal überhaupt irgendwas gesagt hat, dann war das immer komplett sachlich und nicht wie du das machst. Diese Situation kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Das ist so krank. Und wenn es wirklich so ist, dass ich bei dir genau das gleiche mache, was ApoRed bei Carina macht, dann reagier endlich auf meine Videos über dich und zeig es uns einfach mal. Dann beleg deine Aussage jetzt bitte. Kommen wir nochmal zum Mäus-Video zurück. Dazu sagt sie nämlich noch das hier. Man hat bestimmt auch nirgendwo was übersehen, keinen Fehler im Zeitstrahl gemacht und gar nichts irgendwo anders verloren, weil KuchenTV besonders bekannt dafür ist, dass er sorgfältige Recherche bei seinen Videos macht. Sie gibt dir ja quasi selber zu, mein Video gar nicht gesehen zu haben. Denn sie unterstellt mir einfach Dinge, ohne die überhaupt zu belegen. Und das muss man sich mal überlegen. Also, sie kritisiert Rezo, weil der ein Video von mir geguckt hat, framed mein Video negativ, obwohl sie es sich selber gar nicht angeguckt hat und geht einfach mal so davon aus, ja, das wird schon nicht so gut sein, es ist von KuchenTV. Ja, was soll ich dazu sagen? Entweder du recherchierst mal das, was du ja von mir die ganze Zeit erwartest, oder du hältst dich mal an deine eigenen Vorsätze. Was soll ich dir sagen? Vielleicht deswegen, weil InfluencerInnen nicht lernen, wann es Sinn macht, einfach mal das Maul zu halten. Und einfach mal vielleicht zuzuhören. Dann kommen wir mal zur negativen Feststellungsklage. Und jetzt, meine Freunde, es wird so lustig. Und zwar sagt sie im Stream das hier. Und ich habe mich entschieden, es nicht rechtlich verfolgen zu wollen, weil die Dynamik der Situation jetzt eine völlig andere ist. Und weil ich davon ausgehe, dass auch wenn ich letztes Jahr sicher Chancen gehabt hätte, damit durchzukommen, in der jetzigen Situation, wie wir gerade sind, und ich habe leider erfahren, dass Gerichte nicht immer detailliert arbeiten, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass ich das, also dass ein Gericht entscheiden wird, dass ich das als freie Meinungsäußerung aushalten muss, was er über mich gesagt hat, weil wir einfach gegenseitig mittlerweile sehr hart in der Kommunikation sind. Okay, sie sagt ja also selber, ja, also wahrscheinlich hätten wir das verloren, weil Stand jetzt wäre das wahrscheinlich einfach eine freie Meinungsäußerung. Das ist ein bisschen komisch, denn momentan geht es vor Gericht noch darum, wie die Kosten aufgeteilt werden. Und ihr Anwalt hat circa eine Woche nach diesem Stream, wo sie selber gesagt hat, dass sie wahrscheinlich verloren hätte, gesagt, dass ich die Kosten tragen muss, weil sie das auf jeden Fall gewonnen hätte. Junge, sprecht ihr euch eigentlich nicht ab? Shoyoka sagt in ihrem Stream, ja, also wahrscheinlich hätten wir das verloren. Und ihr Anwalt schreibt eine Woche später vor Gericht, wir hätten das auf jeden Fall gewonnen. Digga, das ist so lächerlich. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Und wenn ihr das doch so klar gewonnen hättet, wie der Anwalt schreibt, warum hast du dann zurückgezogen? Also wer von euch lügt jetzt, Shoyoka? Du darfst es dir aussuchen. Wenn ihr diese Dynamik mitbekommt, die mir gerade widerfährt, dann solidarisiert euch nicht, weil ihr mich mögt. Ihr könnt mich komplett scheiße finden. Sondern solidarisiert euch, weil die nächste Person, die das abbekommen kann, kann eure Freundin sein, könnt ihr selber sein, kann eure Mutter sein, eure Schwester sein oder eure Lieblingsinfluencerin. Weil der Hass, den ich abbekomme, universal umsetzbar ist auf einfach alle Frauen im Internet. Natürlich geht es nur gegen Frauen. Dass ich halt beispielsweise viel mehr Videos gegen Männer als gegen Frauen gemacht habe, das lassen wir einfach mal weg, denn selbst deine Mutter könnte die nächste Person sein, über die ich ein Video mache. Ich habe halt auch nach 1,5 Jahren immer noch nicht verstanden, was ihr Geschlecht damit zu tun hat. Denn sie frontet mich ja die ganze Zeit. Aber sie geht in diesem Video tatsächlich auch ganz kurz darauf ein, wie das Ganze eigentlich angefangen hat. Und selbst da kriegt sie es nicht hin. Spoiler. Genauso wenig wie ich einen großen Skandal hatte, kann jegliche mögliche Scheiße, die passiert, genauso ausarten. Was war denn bei mir der Auslöser? Bei mir war der Auslöser, dass ich einen Computerspielpreis gewonnen habe und Monte beleidigt ist, dass er ihn nicht bekommen hat oder was weiß ich, was ihn geritten hat. Das war bei mir der Auslöser.
Also bei dieser nicht vorhandenen Selbstreflexion muss man sich wirklich nicht wundern, dass man in dieser Position ist, Shoyoka. Niemand, wirklich niemand von uns juckt sich minimal für diesen Preis. Ja, das war mal ganz kurz Thema, aber die ganze Diskussion hat sich doch verschoben. Niemand redet mehr über diesen irrelevanten Preis. Du hast in dieser Zeit, gerade in den letzten Monaten, am laufenden Band nur noch L-Tags gebracht. Und sie denkt immer noch, es geht um diesen Preis. Und den Monte unbedingt gewinnen wollte. Ja, wahrscheinlich, oder? Aber Monte bekommt endlich auch mal sein Fett weg. Und zwar hier. Wenn du dich nicht benimmst, kriminell wärst, deine Absicht nicht ist, mit ehrlicher Arbeit dein Geld zu verdienen und du wärst kriminell, schwer kriminell, dann ganz einfach zurück in dein Land, wo du hergekommen bist, weil hier hast du dein Anrecht auf ein gutes Leben verwehrt. Nachweislich gewaltbereite, mehrfach verurteilte Migranten wie in Brockstedt hilft kein Resozialisierungsgesetz mit speziellen teuren Maßnahmen. Da hilft am besten Abschiebung. Da wurden einige Szenen von Monte gezeigt, wo dann gesagt wurde, guck mal, das, was Monte gesagt hat, das hat auch mal einer von der AfD gesagt. Monte ist saugefährlich. Und das ist ein bisschen komisch, denn ja, Monte möchte straffällige Ausländer abschieben. Weißt du, wer das noch möchte? Unser Bundeskanzler Olaf Scholz. Das hat er nämlich schon Monate vor deinem Stream gesagt. Warum hast denn du dann eine Aussage von einem AfD-Politiker eingeblendet und nicht die von Olaf Scholz? Hat es nicht so ganz in dein Framing gepasst oder wie möchtest du uns das Ganze erklären? Auch ich bin natürlich mal wieder sehr, sehr böse. Es ist wirklich, es ist nicht mal an so Tagen wie heute, nicht mal in so Streams wie heute, wo ich über so ein sensibles Thema spreche, das mir sichtbar nahe geht, nicht mal an solchen Tagen macht er Halt. Er kennt keine Grenzen. Nicht mal an so Tagen wie heute zieht er irgendwo eine Grenze. Aber setzt sich dann in den Stream, während ich literally kurz vorm Heulen war, wegen der Situation mit Anni, und knallt dann hinterher raus. Wirklich. Er ist so ein Ekelpaket. Und sie hat recht. An dem Tag, wo sie diesen Stream gemacht hat, habe ich auch selber gestreamt und auf ihren Stream vom Tag davor reagiert, weil die halt gefühlt jeden Tag über mich spricht, was soll ich euch sagen? Aber woher soll ich denn überhaupt wissen, was gerade in deinem Stream abgeht? Du hast mich gesperrt, ich kann's nicht mal sehen. Zweitens hast du doch trotzdem im Stream davor wieder Lügen über mich verbreitet. Möchtest du mir jetzt verbieten, dass ich darauf reagiere oder dass du entscheiden darfst, wann ich das Ganze tue? Bevor ich live gehe, gehe ich doch nicht in deinem Stream, um zu gucken, wie geht's denn der gerade? Über welches Thema redet die? Ist die gerade emotional aufgeladen? Weil dann sind ihre Lügen nicht so wichtig, muss ich auch nicht richtig stellen. Sie nutzt halt wirklich jede einzelne Situation, um sich irgendwie in die Opferrolle zu packen. Und ihr seht es ja auch in diesem Video, in dem Stream war sie nicht die ganze Zeit emotional. Die Hälfte der Zeit hat sie wieder Müll über mich gelabert. Ja, schlimm, dass ich dann darauf eingehen möchte. Sie hat danach auf Moki reagiert. Das Ganze überspringe ich hier einfach mal, denn zusammengefasst ist es halt wirklich das hier. Ich bin ein sehr ruheliebender Mensch und obwohl ich seit 2012 als öffentliche Person im Internet tätig bin, habe ich noch nie einen meiner Streits öffentlich gemacht. Same. Ich bin seit 10 Jahren Influencerin und die gesamte Scheiße, die mir angetan wurde und das öffentlich machen von der ganzen Scheiße fing mit KuchenTV an. Ich. Meine Situation, ich. Sie hat halt wirklich gefühlt in jedem Satz, egal was Moki gesagt hat, immer wieder gesagt, ja, das ist genau wie meine Situation. Shoyoka, hast du nicht selber gesagt, dass man Betroffenen zuhören soll? Dann hör doch in der Situation Moki zu, der es auch schlecht geht, anstatt alles immer auf dich zu beziehen. Das ist so respektlos Moki gegenüber. Kommen wir mal zu was Lustigem. Und zwar das hier. Was ich leider sehr schade finde, was besonders Helfer von Tätern wie Managements und Co. hier nicht so in Verantwortung gezogen werden, wie sie müssten. Meine eigene Agentur hat KuchenTV letztes Jahr im Sommer Placements besorgt, während er diese Hasskampagne gegen mich gefahren ist und ich umziehen musste. Und das stimmt. Ihr Management hat mir tatsächlich einige Placements geklärt. An dieser Stelle wirklich vielen lieben Dank. Bestes Placement. Jede Zusammenarbeit mit denen war wirklich super. Leider haben die natürlich immer noch Shoyoka drin, das ist ein dicker Minuspunkt, aber sehr sympathische Leute, Top-Mitarbeiter, sehr professionell, ich kann nur positiv über die reden. Machen wir jetzt aber mal weiter. Zu den Gerichtsprozessen sagt sie das hier. Ich habe einstweilige Verfügungen gewonnen
Und dann ist es halt ein Fehlurteil oder ein einzigartiges Urteil seit der Begründung der Bundesrepublik Deutschland oder es ist ein loster Richter. Und das ist richtig, das haben wir gemacht. Wir haben uns darüber beschwert, wenn wir gegen Shoyoka verloren haben, weil es teilweise einfach nicht nachvollziehbar ist. Jetzt hat sie ja aber auch gegen Tobias Hoch verloren. Das Urteil hat sie ja bestimmt angenommen. Wäre ja weird von ihr jetzt, das Gericht zu kritisieren. Die einstweilige Verfügung vom Landesgericht Hamburg, die wurde jetzt einfach erlassen. Das Gericht dort hat es nicht als wichtig erachtet, mich nochmal in dem Thema anzuhören und finde mich halt jetzt in einer Situation wieder, in der ich nicht mehr über mein eigenes Trauma sprechen kann, in denen ein Gericht entschieden hat, mir diese Möglichkeit zu nehmen. Das Gericht ist schuld. Die haben mich gar nicht angehört. Und sie verbieten mir, über mein Trauma zu sprechen. Bro, du bist ja schlimmer als wir. Und diese ganzen Sachen waren übrigens auch gelogen. Das habe ich schon in anderen Videos richtig gestellt. Also, sie kritisiert bei uns, dass wir die Urteile nicht annehmen. Sie nimmt aber selber die Urteile nicht an, wenn sie verliert. Ja, wow, du bist ganz anders als wir. Die er davon überzeugt hat, dass er mich erst dann wieder in Ruhe lässt, wenn ich aufhöre, darüber zu reden, wie es mir geht. Und das ist Machtmissbrauch. Das, was KuchenTV macht, ist tatsächlich psychische Gewalt und psychischer Missbrauch in aller Öffentlichkeit. Auch das stimmt einfach nicht. Das ist einfach das Framing von Shoyoka. Sie baut einen Strohmann auf, zieht ihre Schlüsse daraus, um mich dann irgendwie negativ darstellen zu können. Du kannst über deine Situation reden. Das will ich dir gar nicht verbieten. Mach das ruhig, mach das den ganzen Tag, das ist mir egal. Aber wenn du über deine Situation redest, dann musst du nicht in jedem Satz 30 negative Schlagwörter gegen KuchenTV mit einbauen. Du kannst meinen Namen auch komplett weglassen, wenn du darüber redest. Oder wenn du meinen Namen die ganze Zeit nutzt und mich falsch darstellst, dann wundert dich halt nicht, dass ich darauf antworte. Könnte man ja nach 1,5 Jahren gemerkt haben, dass ich dann auch darauf eingehe. Es wird aber wirklich noch schlimmer. Sie jobbt nämlich jetzt das hier. Und dann wagt er es auch noch, meine Mod heute im Livestream zu schreiben, ich soll doch bitte nicht über den Prank reden, den er gemacht hat mit der Gewalt gegenüber seiner Ex-Freundin, weil das belastet zwar nicht ihn, aber seine Familie. Ja, Tim, rate mal, was mich und meine Familie belastet. Rate mal, in welchen Ausmaßen du Gewalt gegenüber meine Familie ausgeübt hast und dass du dich nicht schämst, heute mir zu schreiben über Askaron, dass ich bitte Rücksicht nehmen soll auf die Belastung in deiner Familie, während du über posttraumatische Belastungsstörungen, die ich deinetwegen habe, Witze machst und dich besäufst. Und ja, sie hat recht. Ich habe Askaron einen Text geschickt und gefragt, ob Shoyoka bitte mal meinen Skandal von damals rauslassen kann. Ich persönlich stehe zu dem Fehler, ich habe Mist gebaut und ich muss damit halt einfach klarkommen. Aber meine Ex-Freundin hat nichts mit diesem Influencer sein oder der Öffentlichkeit zu tun und mein Sohn hat ebenfalls nichts damit zu tun und der soll auch damit in Ruhe gelassen werden, gerade weil er ja irgendwann noch in die Schule kommt. Dass Shoyoka hier nicht die nötige Empathie und nicht den nötigen Respekt hat, einer Mutter gegenüber oder zumindest einem 4-jährigen Kind, dieses Thema aus Respekt den Betroffenen gegenüber rauszulassen, die nicht an dieser Situation Schuld haben, ist halt unfassbar. Und ne Shoyoka selber droppt in diesem Stream dann das hier. Super. Das ist bestimmt ein tolles Aufarbeitungsvideo, das super auf die Betroffene eingeht, ihre Bedürfnisse respektiert. Es wurde bestimmt auch mit ihr gesprochen und gefragt, was sie braucht und wie man sie unterstützen kann. Hast du denn mal mit meiner Ex-Freundin gesprochen? Hast du sie als Betroffene mal kontaktiert und gefragt, wie ihre Bedürfnisse sind? Nein, hast du nicht, kann ich dir sagen, denn wir haben immer noch ein gutes Verhältnis. Und abgesehen von der Tatsache, dass sie dich übrigens auch absolut lächerlich findet, wurde da nicht mal in die DMs geslidet, um zu gucken, hey, findet sie als Betroffene das eigentlich okay? Und gerade eine Shoyoka, die sich über den Willen der Betroffenen hinwegsetzt und einfach solche Sachen droppt, ohne das vorher abzuklären, sag das hier. Und was für ein verkorkstes, narzisstisches Selbstbild du hast und wie unreflektiert und fernab es von jeglicher Realität ist. Bro, deine eigenen moralischen Grundsätze, deine eigenen Aussagen, die du droppst, lässt du links liegen, sobald es gegen mich geht. Aber ich bin narzisstisch, obwohl du dich hier über Betroffene hinwegsetzt, um mir schaden zu wollen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Und es geht auch noch weiter. Und wenn ihr mir jetzt kommt mit, ja, aber das liegt so lange her, er hat sich geändert, dann möchte ich gerne etwas dem entgegenzubringen. Hogwarts Legacy liegt so lange zurück. Komm doch mal drüber hinweg, dass ich dich dafür kritisiert habe. Es sind mittlerweile 1,5 Jahre. Ich glaube, nach 1,5 Jahren kann man drüber hinwegkommen, dass man für ein Spiel kritisiert wurde. Oder muss ich 2 Jahre warten? Ist es dann lang genug zurück? Bro, niemanden juckt Hogwarts Legacy. Ich glaube, in ihrem Kopf ist es wirklich so, dass wir sie heute noch wegen diesem Preis und wegen diesem Spiel kritisieren. Ja,
Das war vor 1,5 Jahren mal Thema, das ist absolut richtig. Aber diese ganze Diskussion hat sich doch komplett verschoben. Niemand redet mehr darüber. Niemanden juckt dieser Preis oder dieses Spiel. Das war damals kurz Thema. Ey, wie kann man so fern davon jeglicher Realität leben? Und es ist auch egal, wie oft du ihr das erklärst. Die wird immer wieder damit kommen, dass das der Grund ist, ne? Gut gealtert ist übrigens auch folgende Aussage in ihrem Stream. Dass KuchenTV vielleicht mal was in seinem Leben lernt. Und zwar, was passiert, wenn man sich Menschen anlegt, die sich im Gegensatz zu ihm auf solche Sachen vorbereiten. Und in diesem Kontext möchte ich euch gerne einen Stream für Freitag ankündigen. Und der Stream für Freitag wird KuchenTVs Leben verändern. Da könnt ihr euch sicher sein. Das wird großartig werden. Ich freue mich sehr drauf. Und hier hat sie tatsächlich absolut recht. Jo Leute, was geht? Ja, an dieser Stelle muss ich mich wirklich einmal bei Shuyoka bedanken, denn ohne diesen ganzen Content, den ich dauernd von ihr geschenkt bekomme, ohne diesen neuen Kanal, die ganzen Streams, wäre so ein Hotelzimmer für mich einfach finanziell nicht tragbar. Ja, hier riesige Wohn- und Chillfläche. Wir haben hier einen Kamin drin. Dazu dieses heftige Zimmer. Noah hat noch eine eigene Dusche und so weiter da drin. Die zeige ich euch jetzt aber mal nicht. Mehrere Fernsehanlagen natürlich. Dann das absolute Highlight. Ja, also erstmal diese heftige Aussicht hier. Ja, ich kann den ISO-Wert noch mal ein bisschen runter machen. Die einfach nur krass ist. Wir haben eine eigene Sauna, einen eigenen Jacuzzi, einen eigenen Pool. Diese Rolli habe ich mir extra nur für diesen Urlaub hier nochmal geholt. Ja, weil Shuyoka mir einfach so viel Content gönnt. Und dafür wirklich einfach vielen lieben Dank. Also ja, danke Shuyoka. Mein Leben hat sich wirklich geändert. Absolut ins Positive. Und du bist mitschuld daran, dass mein Sohn einen unvergesslichen Urlaub machen kann. Ich danke dir. Es wird viel Spaß machen. Und wir werden mal rausfinden, wie belastungsresistent KuchenTV eigentlich so ist, wenn man sich mal mit seinen Inhalten auseinandersetzt und was er so macht. Und wir werden einfach mal gucken, wie lang KuchenTV dieses Spiel Spaß macht. Dieses, dass konstant jemand über ihn redet. Und vor allem werden wir schauen, wie viel Spaß das Ganze macht, wenn die Gegenseite die Sachen sogar noch belegt. Shuyoka, es macht mir wirklich sehr viel Spaß. Und jetzt mal so kein Front, aber ich würde dich jetzt wirklich langsam mal bitten, dass du wieder Content auf dem Shuyoka im Titelkanal hochlädst. Wie soll ich meine laufenden Kosten bezahlen, wenn du da seit 2 Wochen kein Video hochlädst? Jetzt setz dich endlich in den Stream, reagier auf Kuchenfights und lad da Videos hoch. Mir geht der Content aus. Mir steht's bis hier. Jeden Tag ein Video, dass ich nicht lache, seit 2 Wochen nichts hochgeladen. Ja, auf dich kann man sich verlassen, ey. Ich find's übrigens lustig, dass ich 1:1 das gleiche über Shuyoka sagen könnte, wenn sie mal auf meine Videos reagiert. Sie würde auch sagen, ups, das ist ja alles belegt. Ja, da habe ich mich wohl doof verhalten. Würde sie trotzdem nicht, sie würde es wieder verdrehen, aber ihr wisst, was ich meine. Sie hat im Vorfeld auch schon ein Beispiel gebracht, was nicht bei den Kuchenfights ist, aber sie hat dieses Video hier nochmal eingeblendet. Als Kacklappen beleidigt, gerade ich würde halt sagen, ich gehe ja sehr sachlich damit um, weil du hast halt schon den Boys Club, ja, der schon größtenteils einfach sachlich ist und du hast halt die Gegenseite, die nur versucht, durch negatives Framing zu versuchen, den Ruf der anderen Person zu schaden. Shuyoka schwurbelt mal wieder die Welt, wie sie ihr gefällt. Oh mein Gott, ich wurde gedoxt und Tobias Hoch hat gesagt, in welchem Restaurant ich war und mich musste umziehen und alles ist so doof. Das ist einfach Shuyokas Intelligenz zusammengefasst. Ey, das ist doch kein gesundes Verhalten mehr. Das muss man sich mal überlegen. Hä? Du hast gesagt, du warst immer sachlich, aber hier sind 3 Nebensätze, wo du nicht sachlich gewesen bist. Wie erklärst du dir das, Mr. Doppelmoral? Ey, es ist so dumm, ne? Wirklich. Shuyoka denkt da wirklich, dass sie einen Punkt hat, ne? Es ist unfassbar. Ja, was kann ich abschließend dazu sagen? Der Stream ist nicht gut gealtert. Ich glaube, sowas könnte man fast mit jedem Stream von ihr machen. Sie hat hier wieder gelogen, Sachen aus dem Zusammenhang gerissen, gegen etliche YouTuber gelogen. Sie hat seitdem mehrere Gerichtsprozesse verloren. Und die Kuchenfights-Seite war ein kompletter Schuss in den Ofen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Thanks, bye. Yeah.